Hallo, liebe Geschwister. Ich freue mich, dass wir wieder beieinander sind, dass wir wieder miteinander ins Lukas-Evangelium hineinschauen. Wir haben diesmal, heute und dann beim nächsten Mal zwei sehr kurze Abschnitte. Ich lese heute aus dem Lukas-Evangelium im 13. Kapitel, die Verse 31 bis 33. Zur selben Zeit kamen einige Pharisäer und warnten Jesus: Geh weg, zieh fort von hier, denn Herodes will dich töten lassen. Jesus sagte zu ihnen: Geht und sagt diesem Fuchs: Sieh doch, ich treibe Dämonen aus und heile Kranke heute und morgen, und am dritten Tage werde ich am Ziel sein. Doch heute, morgen und übermorgen muss ich meinen Weg fortsetzen, denn es ist unmöglich, dass ein Prophet außerhalb von Jerusalem ums Leben kommt. Liebe Geschwister, Jesus ist unterwegs. Wir haben es gehört, in den Städten, in den Dörfern. Offenbar immer noch im galiläischen Gebiet, beziehungsweise könnte es auch Perea sein, aber in dem Machtbereich von Herodes Agrippa, nee, Antipas, genau. Herodes Antipas hat bis jetzt eigentlich das sich mit der Sache Jesu relativ bedeckt gehalten. Nun allerdings scheint er sich einzureihen in die Reihe der Gegner. Nun geht er Jesus an. Pharisäer kommen auf Jesus zu. Wenn wir genau hinschauen, merken wir sehr schön, wie sie diese Verbindung zwischen Jesus und den Pharisäern, obwohl es viel auch Schwierigkeiten und Streitgespräche und Gegnerschaft durchaus gibt, aber sie reißt nie ganz ab. Sie sehen ihn irgendwie als einen, der schon zu ihnen auch gehört an. Das ist so ein bisschen ein Konflikt innerhalb der Pharisäer. Und sie warnen ihn und sagen: Achtung, Herodes hatte ich auf dem Kieker, der wird dich umbringen, der will dich umbringen. Warnen sie ihn, weil sie das um jeden Fall vermeiden wollen? Oder geht es ihnen darum, dass Jesus rausgeht aus ihren Gebieten? Geht es vielleicht auch um einen Trick des Herodes, der diese Pharisäer vielleicht instrumentalisiert und voranschickt, so dass Jesus in ein anderes Gebiet sich zurückzieht und entsprechend er also nicht aktiv werden muss? Denn Jesus ist schon sehr deutlich, sehr eindeutig. Auch wenn er sich politisch nicht jetzt so felsenfest legt oder politisch agiert und auch nicht zum Sturz von Herodes aufruft, ist doch sein Reden ein klares Reden. Und ein Reden, er stellt Gott an erste Stelle. Herodes dagegen ist ja ein Tetrarch, wie es so schön heißt. Ein Tetrarch ist eigentlich gar nicht mal ein König, sondern ein Vierfürst, einer, der sozusagen als Verwalter eingesetzt wird von Roms Gnaden. Er muss also sich lieb Kind machen in Rom bei jedem Kaiser, der neu kommt, um ja nicht seine Macht zu verlieren, und ist da auch im Intrigenspiel sehr bewandert. Schafft es immer wieder, die Herrscher um den Finger zu wickeln, schafft es immer wieder, seinen Einfluss geltend zu machen. Und interessanterweise, er lässt sich gern als König bezeichnen. In seinem Gebiet ist er der König. Und wenn er
nun diesen Jesus, wenn der ihn stört, dann hat er auch Macht. Verblüffend tut die Antwort Jesu. Die Antwort, die relativ einfach ausfällt, aber auch deutlich. Er sagt diesen Pharisäern, sagt diesem Fuchs. Also, es ist interessant, was soll er sagen? Was sollen sie sagen? Sie sollen sagen, dass er Dämonen austreibt, Kranke heilt. In Verbindung macht das eigentlich relativ schnell deutlich, der Fuchs ist ein gewieftes, aber ein kleines Raubtier. Jetzt nicht so bedeutend, dass man davor wahnsinnig Angst haben müsste, lässt sich schnell in die Schranken weisen. Und er sagt, sollte ich mich fürchten, wo ich die Macht habe, Dämonen auszutreiben und Kranke zu heilen? Sollte ich da vor einem König Angst haben? Und es fallen einem sofort Parallelen zu Johannes dem Täufer ein, der auch sehr deutlich und klar gesprochen hat. Aber statt auszuweichen, lässt Jesus dem Herodes ausrichten, heute werde ich das tun, morgen werde ich das tun und am dritten Tage werde ich ans Ziel kommen. Am dritten Tage werde ich am Ziel kommen. Das bedeutet eigentlich, wenn wir es genau nehmen, dass tatsächlich er jetzt sagt, im Heute bin ich unterwegs, in der Passion bin ich unterwegs und dann am dritten Tage, das ist das Ziel, da werde ich auferstehen. Und du wirst mich nicht daran hindern. Du kannst es nicht aufhalten. Und noch einmal wiederholt er es. Heute, morgen und übermorgen werde ich das meine tun. Aber du stehst nicht über Gott und mein Leben ist in Gottes Hand. Und außerdem weiß ich um das Ziel meines Lebens, denn ein Prophet wird nirgends anders als in Jerusalem sterben. Er weiß genau, dass dieser Weg ihn nach Jerusalem nicht zum großen Triumph führt, sondern letztlich in den Tod. Er weiß, dass dieser Tod nicht das Ende ist. Er weiß, dass er auferstehen wird. Er kennt den Plan Gottes und er lebt nach diesem Plan Gottes. Und er wird diesen Plan nicht in Frage stellen, nur weil irgendein Herrscher meint, ihm drohen zu müssen. Weil irgendeiner ihn aus dem Land treiben will. Weil irgendeiner die Sache irgendwie verzögern oder beschleunigen will. Nein, es geht um Gottes Plan und Gott kommt ans Ziel. Und deswegen lässt der Herodes das so ganz klar ausrichten. Es ist sozusagen eine Sache, dass er sagt, willst du dich wirklich mit Gott anlegen? Die Menge schwankt hin und her, es gibt der Gegner genug. Und dass Herodes sich nun einreiht, er zeigt auch die Passion nochmal in einem anderen Licht. Aber Jesus selbst weiß sich gehalten durch Gott. Und ich denke, das sollten wir auch. Wir sollten wissen, in all den politischen Auseinandersetzungen, in allem, was kommt, Gott hat seinen Weg für uns. Und wenn wir diesen Weg vertrauensvoll mit ihm gehen, wird es uns ans Ziel bringen. Das Ziel heißt nicht unbedingt Martyrium für einen jeden von uns, sondern kann durchaus heißen, wir werden seine Herrlichkeit sehen. Oder um gestern aufzugreifen, wir werden die enge Pforte finden und eintreten und werden unseren Platz in der Herrlichkeit einnehmen können.
Ja, dieser kurze Abschnitt macht uns deutlich, Bange machen gilt nicht. Wer auf Gott vertraut, bei sich gehalten auch in schweren Zeiten, bei sich getragen von der Güte und Liebe Gottes und weiß, Gottes Plan kommt ans Ziel. Herr unser Gott, auch wir wollen nach deinem Willen, nach deinem Plan leben. Auch wir wollen uns leiten lassen, dass wir ans Ziel kommen. Auch wir wollen letztlich deine Liebe immer neu empfangen. Herr, hilf uns. Hilf uns dabei, dass wir an deinem Wort bleiben, dass wir an deinem Sohn bleiben, dass wir Segen bringen und so tatsächlich am Reich Gottes mitbauen und dich dadurch loben und preisen und ehren. Amen. Und dass Ihnen das heute gelingt, wünsche ich Ihnen, dass Sie mit Gott unterwegs sind und seine Güte, seine Liebe, Ihr Herz erfüllt.